Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Felix Baumann. Ich leite die Produktentwicklung bei der Firma Zalaris. Bin sehr in dem Bereich Digitalisierung, Digitalisierungsstrategien bei der Zalaris involviert. Mache diesen ganzen Bereich und ja, würde Sie jetzt die nächsten ja, 45, 40 Minuten durch das Webinar durchführen. Und starte auch direkt jetzt mit dem Thema. Wir haben eine kurze Agenda. Ich stelle einmal ganz kurz die Zalaris vor, dann den ganzen Bereich Robotics, gehe dann, wie auch angekündigt im Titel, auf die Möglichkeiten und Grenzen ein. Und danach haben wir, wie gerade eben von meiner Kollegin Frau Weber gesagt, noch ein paar Minuten für eine Question-and-Answer-Session. Und ich hoffe, Sie beteiligen sich ganz aktiv, kriegen Ihre Fragen beantwortet. Und wie auch schon von Frau Weber gesagt, Sie können jederzeit in den Chat reinschreiben und Frau Weber wird dann die Fragen direkt an mich weitergeben. Gut, das Obligatorische, ganz kurz zu Zalaris, das ist dann hoffentlich auch der einzige Anglizismus, den ich hier drin habe, bei diesen Folien. Wer sind wir? Wo kommen wir her? Wir sind ein weltweit operierendes Unternehmen. Unser Hauptsitz, unsere Firmenmutter, die Zentrale, ist in Oslo. Lokalisiert, wie man so schön sagt. Sie sehen auf der rechten Seite ein paar Umsatzzahlen, dass Sie so eine Einschätzung haben. Mit wem reden Sie? Was macht eigentlich ein Zalaris? Wer sind wir? Vielleicht noch ein kurzes Statement. Wir kommen komplett aus dem Bereich SAP, BPO, AMO und Professional Service. Heißt, wir führen Personalabrechnungssysteme ein, SAP, SuccessFactors, all solche Sachen. Wir machen Projekte, solange da SAP irgendwo mitschwingt. Wir haben aber auch AMO und BPO-Services, bedeutet, wir übernehmen auch Personaldienstleistungen für ganze Firmen und bedienen da nicht nur SAP, sondern auch andere Systeme. Gerade aus diesem Wissen, aus diesem Umfeld heraus, haben wir uns schon vor einigen Jahren angefangen, mit dem ganzen Thema RPA, Robot Process Automation, also HR Robotics, zu beschäftigen, worüber heute der Vortrag geht. Das ist noch so eine kleine vertrauensbildende Folie, dass Sie sehen, wie die Umsatzzahlen sind, wie sich das Unternehmen entwickelt hat und ja, welche Firmen bei uns Kunde sind. Gut, kommen wir jetzt auch direkt zum Thema HR Robotics. Worüber reden wir eigentlich? Was ist so ein RPA, ein Robot Process Automation? Was versteht man darunter? Wir reden hier nicht über Roboter im klassischen Sinne, irgendwelche Metallkisten mit Armen, Beinen, drehenden Rädern und, sondern wir reden hier über Softwareroboter. RPA sind Softwareroboter, die letztendlich menschliches Verhalten aufnehmen. Wie können Sie sich das vorstellen? Letztendlich ist eine Software auf einem PC, auf einem Server, auf einem Laptop und zeichnet auf, was ein Mensch tut, um einen Prozess von A nach B zu durchlaufen. Diese Aufzeichnungen, die Klicks werden dabei gespeichert und man kann dann hinterher die Daten, die zu dem Klick, die zu den Eingaben, auf verschiedenen Eingabemöglichkeiten, auf Masken, sei es ein SAP-System, sei es ein Oracle, sei es ein Workday-System oder auch ein Word oder Excel, wo habe ich hingeklickt, welche Daten habe ich eingegeben, habe ich gespeichert und so weiter und so fort. Das zeichnet im ersten Atemzug dieser Roboter auf, dieser Software-Roboter, und kann dann später aufgrund von anderen Daten, aufgrund von Listen, aufgrund von Inputs aus dem Web und über Schnittstellen bedient werden und ahmt dann diese menschliche Tätigkeit immer wieder nach. Und das ist natürlich sehr viel schneller, denn das Ganze, was ich jetzt hier mache, mit der Maus über den Bildschirm rüberfahren, vielleicht noch überlegen, tue ich das Richtige, das macht der Roboter alles gar nicht. Ich habe also letztendlich einen virtuellen Mitarbeiter, der eine transparente, gleichbleibende Leistung bringt zu einem transparenten Kostensatz und eine oder mehrere Anwendungen bedient. Das erstmal so zur Definition. Was ist so ein RPA? Das bringt uns dann auch gleich dazu. Und wo kann ich ihn einsetzen? Ganz wichtig ist dabei, ich kann ihn nur am Computer einsetzen. Ich kann ihn nur für Computerprogramme einsetzen. Ich kann ihn oder ich sollte ihn dann einsetzen, wenn die Aufgaben, die der Roboter für mich erledigen soll, wiederholbar sind. Bedeutet, die Komplexität sollte nicht zu hoch sein, die Kritikalität für den Fall, dass mal was schief gehen sollte, weil man einen falschen Klick simuliert hat oder sich was geändert hat, sollte nicht so sein, dass gleich das gesamte Geschäft zusammenbricht. Aber vor allem ganz wichtig, wiederholbar, und es sollte eine gewisse Anzahl an diesen Wiederholungen auch sein. Also es macht in dem Sinne auch gar keinen Sinn,
einen Prozess zu robotisieren, der einmal im Jahr vorkommt. Das wäre mit Kanonen auf Spatzen geschossen, so einen Prozess zu nehmen. Also er muss eine gewisse Anzahl haben. Ein wichtiger anderer Punkt ist auch, dass die Arbeitsschritte klar definiert sein müssen. Bedeutet, Micha steht zuerst A, dann B. Also es muss ganz klar sein, ich tue zuerst das eine, dann kommt der nächste Schritt, der dritte Schritt, der vierte Schritt. Bedeutet nicht, dass der Roboter oder die Software nicht entscheiden kann aufgrund von irgendwelchen Inputs. Ist eine Lampe rot, ist eine Lampe grün, geh nach oben, geh nach unten in dem Prozess. Das kann der Roboter. Aber diese Entscheidungen müssen regelbasiert sein. Das heißt, sie müssen eindeutig sein und immer die gleichen Entscheidungen aufgrund der gleichen Inputs. Bedeutet auch, wenn sich irgendwas ändert, kann es passieren, dass der Roboter dann ins Leere läuft. Beispiele dafür sehen Sie hier drüben so ein paar. Ich muss jetzt nicht alle, denke ich, vorlesen. Sehr wichtig, sehr gut. Ich denke auch gerade im Bereich HR, sehr guter Treiber für RPA ist die Ticketbearbeitung und die Testautomatisierung. Bedeutet, gerade bei der Ticketbearbeitung kann man, wenn man das richtig macht, gewisse Tickets, die immer wieder kommen, die häufig kommen, wie vielleicht sowas wie mein Benutzer ist entsperrt oder wir brauchen einen neuen Benutzer in unserem Personalsystem, im Portal. All solche Tickets kann man robotisieren, kann man automatisiert abarbeiten lassen. Auch Krankmeldungen, ein sehr schönes Beispiel. AUs oder A1-Meldungen kann man sehr gut durch einen Roboter bearbeiten lassen, weil die Inputs an der gleichen Stelle, die Informationen an der gleichen Stelle stehen und sie kommen in welchem System auch immer, auch dort wieder an dieselbe Stelle durch den Roboter hin projiziert. Jetzt habe ich schon so ein bisschen drüber geredet, was man mit dem Roboter so tun kann. Aber die Frage ist natürlich ganz wichtig, wie nähere ich mich überhaupt dem ganzen Thema RPA? Wie kann ich so ein Projekt starten? Was für Gedanken muss ich mir machen? Und an sich ist es klassisches Projektgeschäft, was Sie auch beim Roboter, bei jedem HR Robotics RPA Projekt durchzuführen haben. Das ist nämlich an der ersten Stelle, die Ziele definieren müssen. Sie müssen Ihre Prozesse analysieren. Sie müssen richtige, wichtige, nutzbare Prozesse identifizieren und an irgendeiner Stelle den ganz wichtigen Punkt des Matching durchführen. Da kommen wir noch drauf, was sich hinter dem Matching verbirgt. Aber dann ist eben auch ganz wichtig, nur weil Sie einen Roboter einführen, nur weil Sie mit einem Roboter gegebenenfalls arbeiten und den zukünftig einsetzen wollen, heißt es nicht, dass Menschen ersetzt werden oder dass die menschliche Komponente abhanden geht. Es ist lediglich das, Sie müssen Ihren Mitarbeitern als auch dem HR-Bereich auf dieser Reise mitnehmen, Change Management in dem Fall einplanen, durchführen und den Leuten erklären, für welche Aufgaben wird der Roboter genutzt, wo sind eben seine Möglichkeiten, wo auch seine Grenzen. Und ich denke auch, die Angst nehmen, ein Roboter wird nicht unbedingt den Menschen ersetzen. Repetitive Tätigkeiten werden durch den Roboter, sollen durch den Roboter durchgeführt werden, wodurch natürlich dann andere Tätigkeitsfelder für den Menschen wieder frei werden, wie zum Beispiel strategische Überlegungen im HR-Bereich, etwas mehr mit den Menschen arbeiten, Karriereunterstützung anbieten. Man hat einfach höchstwahrscheinlich wieder mehr Zeit, um sich auf die Kommunikation zwischenmenschlicher Natur irgendwie zu fokussieren. Heißt auch, wir haben verschiedene Ebenen, die wir bei RPA zu berücksichtigen haben. Auf der einen Seite die Prozessebene mit Analysen und Design. Wir haben eine Technologieebene, nämlich die Fragestellung, welche Anwendungen brauche ich? Welche Anwendungen kommen zum Einsatz bei meinen Prozessen? Welche Anwendungen will ich vielleicht in Zukunft auch damit bedienen? Und dann natürlich die Arbeitsebene, die man auch berücksichtigen muss bei diesen Prozessen, nämlich welche Prozesse kann der Roboter nicht unterstützen? Gibt es irgendwelche Nacharbeiten bei solchen Prozessen, die von Menschen durchgeführt werden müssen? Und so kommt man dann am Schluss letztendlich zu einem relativ guten Design beziehungsweise auch zu einer Ist-Aufnahme, die man dann eben für das Thema RPA analysieren kann. Starten wir mal mit dem Ziele definieren. Die typischen Ziele in diesen RPA-Projekten sind an sich meistens die gleichen. Fehlerreduktion, Erhöhung der Effizienz, Kapazitätsfreisetzung, wie gerade schon gesagt, für höherwertige Aufgaben, aber auch ganz wichtig, Job Enrichment. Ist ein ganz wichtiges Thema eigentlich dabei, dieses Job Enrichment, weil dadurch, dass ein Roboter Ihnen, sagen wir es mal, wiederholbare, ja, niederwertige Tätigkeiten, wie jetzt eben sowas wie, da kommen immer wieder E-Mails rein, die muss man alle einsammeln, dann muss man aus den E-Mails
die Werte rausnehmen, in eine Excel-Liste übertragen, damit hinterher gegebenenfalls ein Programm diese Excel-Liste abarbeiten kann. Also eine Arbeit, die, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, die fast jeder irgendwie, wenn man es ihm ein, zweimal erklärt, machen könnte. Solche Arbeiten sollen natürlich durch einen Roboter erreicht werden. Bedeutet, die Mitarbeiterzufriedenheit in der eigenen Abteilung, die kann natürlich schon dadurch steigen, dass solche, Entschuldigung, wenn ich sage, stupiden Aufgaben nicht mehr durch Menschen erledigt werden, sondern man sagt, du kriegst höherwertige Aufgaben, du kriegst Aufgaben, die dich als Menschen auch mehr fordern. Und das ist letztendlich, denke ich, schon auch für Menschen im Personalbereich, die da arbeiten, eine schöne Sache zu sagen, ich kann mich mehr auf höherwertige Aufgaben konzentrieren. Ich habe anspruchsvollere Aufgaben. Ich werde in meinem Job gefordert. Ich werde in meinem Job aber auch gefördert, indem eben diese wiederkehrenden, einfachen Arbeiten nicht mehr durch mich erledigt werden, sondern ich konzipiere, wie jemand anders, nämlich ein Roboter, diese Aufgaben erledigen kann. Und dann natürlich ganz wichtig, alles, was dadurch irgendwo an Papier, Strom, selbst sowas wegfällt und blind oder im Hintergrund durch Server erledigt werden kann, durch Softwareroboter erledigt werden kann, führt natürlich zu einer Steigerung der Ökobilanz in dem Unternehmen. Das mal so zu den üblichen Zielen, die man immer wieder hat. Ganz wichtig dabei, Fehlerreduktion ist meistens ein ganz großes Ziel. Was ist aber mit dieser Fehlerreduktion gemeint? Der Roboter, der aufzeichnet, der Softwareroboter, der eine Tätigkeit aufzeichnet, führt diese Tätigkeit hinterher in einer gleichen Qualität und auf eine gleiche Art und Weise immer wieder aus. Bedeutet, wenn er einen Fehler hat, dann hat er ihn strukturell immer. Wenn Sie aber die Fehlersituation beseitigt haben, ist sie ein für alle Mal beseitigt. Bedeutet auch, die Fehlerreduktion kriegen Sie dadurch hin, dass Sie diesen Roboter testen, testen, testen und auch irgendwelche Randbereiche und ungeplanten Situationen probieren, im Test zu simulieren und dadurch Stabilität in die Prozessbearbeitung, aber vor allem eine fehlerfreie, gleichbleibende Qualität sowohl für sich selber garantieren können, als auch Mitarbeitern, Kollegen und irgendwelchen anderen Auftraggebern, die gegebenenfalls solche Aufgaben an den Personalbereich stellen. Wie läuft sowas? Wir steigen noch ein bisschen tiefer ein, nachdem wir die Ziele definiert haben, dass wir sagen, okay, wir steigen erstmal ein, machen eine Prozessvisualisierung, machen eine sogenannte Prozesscard. Heißt, wir nehmen unsere Prozesse einmal verbal, andererseits eben auch über Swimlanes auf, durch die verbale Aufnahme, beziehungsweise also das Aufnehmen in diesen Prozesscards, in der Prozessanalyse, läuft geführt in Workshops, man redet über den Prozess, stellt Fragen, kriegt Antworten und am Schluss weiß man, wie sieht der Prozess aus, was macht der Prozess, was sind Ziele des Prozesses, aber ganz wichtig auch, wie häufig wird dieser Prozess durchgeführt, wie viele Genehmigungsstufen hat er, wer sind die Stakeholder, wer kriegt hinterher vielleicht Informationen und welche Inputs habe ich. Man hat also erstmal eine verbale Beschreibung des Prozesses, der Inputs, der Outputs, der Beteiligten, wer tut was. Nachdem man das gemacht hat, geht man natürlich nochmal hin und sagt, wie läuft das Ganze denn visuell im Sinne eines Prozessdiagramms, im Sinne von Swimlane-Darstellungen ab und macht sich also nochmal genau darüber Gedanken, wer tut was, zu welchem Zeitpunkt und kann dann natürlich anfangen, gerade mit dieser Swimlane zu sagen, welche Aufgaben kann ich davon komplett oder vielleicht teilweise an einen Roboter auslagern, um hier Effizienzsteigerung zu erreichen. Wenn ich das beides gemacht habe, also meine Prozesse mir angeguckt habe, meine Prozesse dokumentiert habe, meine Prozesse visualisiert habe, dann kann ich anfangen zu sagen, erstmal, welche Prozesse eignen sich überhaupt für die Robotisierung? Und als zweite wichtige Frage, welche Tools muss ich einsetzen, damit ich das robotisieren kann? Heißt also, habe ich nur ein einziges System, mit dem ich arbeite? Habe ich mehrere Systeme? Habe ich Schnittstellen? Habe ich Web-Anwendungen zusammen mit GUI-Anwendungen, die auf dem PC, auf dem Laptop ablaufen? Also habe ich zum Beispiel Excel involviert? Habe ich ein SAP-Backend involviert? Habe ich nur Web-Anwendungen involviert? Und je nachdem, was ich also habe, was ich identifiziert habe, auch als zu benutzende Anwendungen, kommt die Frage, was für ein Software-Roboter setze ich dafür ein? Also man muss sich das mal so vorstellen, dass ich auf der einen Seite die Möglichkeit habe, verschiedene Software-Roboter mit verschiedenen Qualitäten und Funktionen einzusetzen,
Auf der anderen Seite habe ich auch einen riesengroßen Freiheitsgrad erlangt durch diese Analyse und durch diese Entscheidung, dass ich nämlich, solange ich hier, wie schön dargestellt, in der Entkoppelungsebene, Ticketsystem und Roboter nenne ich das mal, dass ich in dieser Ebene sagen kann, ich bleibe hier stabil, aber ich kann sowohl die ERP-Systeme unten drunter, ich habe mal ein paar hingeschrieben, exemplarisch, also das heißt meine verarbeitenden Systeme, meine empfangenden Systeme, ich kann die austauschen. Ich habe dadurch, dass ich in der Mitte einen Roboter einsetze, in der Mitte eine menschliche Aufgabe simuliere und immer wieder ausführen kann, habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich wechsle jetzt zum Beispiel ein SAP-System durch ein P&I-System aus. Ich habe unten drunter gegebenenfalls ein SuccessFactors-SAP-System, kann aber auch mit einem Oracle webbasierten System arbeiten. Also ich bin durch den Einsatz in den Gebieten RPA fähig, nicht von heute auf morgen, aber mittelfristig nach meinen Prozessanalysen, nach meinen ganzen Matchings der verschiedenen Tools zu sagen, ich bin nicht mehr abhängig auf meine Lebenszeit von einem ERP-System, sondern ich kann meine stabilen Prozesse, die ich hier oben definiert habe, bei den ganzen Eingaben, sei es im Bereich Portale, sei es im Bereich von Ticketsystemen oder, bin ich nicht mehr abhängig davon, was ich unten drunter für ein System habe und kann mich also hier in gewissen Freiheitsgraden bewegen und habe die Möglichkeit, eine Entkopplungsebene oder eine Middleware-Layer auf Basis von einem Roboter einzusetzen und dadurch andere Systeme zu füttern. Jetzt haben wir ganz viel geredet darüber, was ich da so machen kann und dass in der Mitte hier gegebenenfalls ein Ticketsystem ist. Wie läuft das denn überhaupt mit dem Ticketsystem? Was ist daran denn so der Vorteil, wenn ich ein Ticketsystem mit einem Roboter habe? Ganz häufig sieht die aktuelle Struktur, wie ein HR-Bereich arbeitet, so aus, dass man viele verschiedene Anfragekanäle hat, Mail, Telefon, Tickets, Briefschreibung, irgendwas, es kommt irgendwas rein in den HR-Bereich und der HR-Bereich hat dann die schöne Aufgabe, das erstmal zu kategorisieren, dann zu sagen, was ist denn der Prozess hinten dran, was muss ich jetzt tun, was muss ich machen, wie soll das Ganze gelöst werden, danach fragt man mal, guckt das alles nochmal an, hat also identifiziert, hier kommt zum Beispiel eine Anforderung, dass jemand eine Bonuszahlung kriegen soll. Dann guckt man erstmal, habe ich alle Daten dafür, habe ich alle Informationen bekommen, die ich brauche, um diesen Prozess auch im System abzuwickeln. Man sagt dann, man hat einen Startpunkt und bearbeitet dann das ganze Thema in unserem Fall hier in einem SAP-System als Beispiel, hat dann vielleicht noch irgendwelche Rückfragen, sagt, oh, ich war doch nicht so vollständig, wie ich dachte, oder es gibt irgendwelche anderen Probleme bei diesem Prozess, die ich jetzt nachfragen muss. Und ganz am Schluss sagt man dann, okay, wunderbar, jetzt ist das Ganze im SAP-System drin und kann verarbeitet werden. Wie kann man das Ganze durch Einsatz eines Ticketsystems, durch Einsatz einer strukturierten Kommunikation, das ist also das Zauberwort, Strukturierung der Kommunikation, wie kann ich das Ganze besser machen? Wie komme ich hierhin, dass man sagt, ich habe eine strukturierte Kommunikation und in der strukturierten Kommunikation, Entschuldigung, hat man zum Beispiel vorne erstmal ein Antragsformular. Das heißt, ich schneide erstmal Kanäle weg. Das bedeutet nicht, dass der Mensch nicht mehr beim Personalbereich anrufen kann. Kann er immer noch, soll er immer noch. Er soll immer noch E-Mails schreiben können. Aber irgendjemand muss das Ganze, am liebsten natürlich der Mensch, der das Ganze macht, der den Auftrag erteilt, muss das Ganze in eine strukturierte, formularbasierte Kommunikation übergeben. Diese formularbasierte Kommunikation, die ermöglicht es nämlich, strukturiert Informationen weiterzugeben. Strukturierte Informationen kann dann der Roboter, kann der HR-Roboter, das RPA lesen, verarbeiten und man kann sagen, dieser Roboter, was davor der Mensch gemacht hat, mit der Kategorisierung, mit dem Einbau, mit den Nachfragen und, das wird alles hier vorne mehr oder weniger schon erledigt. Hier ist ein Stück Software, was die ganze Identifizierung des Prozesses vornimmt und gleichzeitig alle Werte an den Roboter übergibt, sodass eigentlich der Roboter dann die Arbeit tun kann für die identifizierten Prozesse und die menschliche Komponente hier unten eher in eine Kontroll- und Prozessüberwachung übergeht. Das heißt, natürlich muss weiterhin geguckt werden, stimmt alles noch, was da passiert, macht alles noch. Läuft alles noch richtig? Habe ich alles auch richtig gemacht, wie ich es für den Roboter definiert habe? Denn wie am Anfang gesagt, der Roboter, der HR-Roboter imitiert menschliches Verhalten, der denkt in dem Sinne nicht mit, der kennt Wenn-Dann-Beziehungen,
Der kennt Prozessabläufe, aber er hat nicht die Fähigkeit zu sagen, das, was ich da tue, ist auch prozessual richtig. Er hinterfragt nicht, der Roboter. Insofern ist die menschliche Überwachung immer noch ganz wichtig und muss natürlich dabei auch stattfinden. Gut. Was haben wir so für verschiedene Softwaremöglichkeiten? Was haben wir für verschiedene RPA-Software am Markt? Ich habe ein paar aufgelistet. Es gibt noch viel, viel mehr. So die großen Player sind diese drei, vier hier oben. Warum bringe ich gerade die rein? Das hat den einfachen Hintergrund, diese Softwaren sind erstmal multi-applikationsfähig. Heißt, die sind nicht beschränkt darauf, nur eine einzige Applikation zu bedienen, sondern die können mit vielen verschiedenen Applikationen, eigentlich jeder Applikation, die auf ihrem Laptop, auf einem Desktop vorhanden ist, arbeiten. Wie ich vorher gesagt habe, es stellt sich ja die Fragestellung, habe ich nur ein System, was ich bedienen muss, oder habe ich vielleicht noch Excel? Muss ich noch Sachen kopieren? Habe ich vielleicht ein Outlook? Kriege ich E-Mails, aus denen ich an einer und derselben Stelle immer was rauskopieren soll? Soll ich nach Worten suchen? So wie Sie mehr als eine Applikation haben, müssen Sie definitiv auf einen Roboter setzen, auf eine RPA-Software setzen, die auch Multi-Applikationen kann, die Multi-Applikationen bedienen kann, aber auch öffnen kann, sich gegebenenfalls einloggen kann mit Username und Passwort, falls das möglich ist. Also was gibt es dabei zu beachten? Manche von diesen Softwaren können sogar hier unten oder in der Mitte Multi-OS, Multi-Operation System, das heißt, die sind nicht festgefahren auf ein Windows-System, die können auch ein Linux-System, ein Mac, ein Apple bedienen. Also auch das ist sehr wichtig bei der Analyse, über die wir vorher gesprochen haben oder die ich Ihnen vorher gezeigt habe, sowohl bei Swimlanes als auch bei der Prozessanalyse, zu wissen, mache ich das alles in einem einzigen Umfeld oder habe ich verschiedene Betriebssysteme, die da sogar noch mit reinspielen. Also eine ganze Menge gibt es da zu bedenken. Dann sind auch so Fragen zu bedenken. Muss es sowas können, der Roboter, wie Copy and Paste? Was wir in unserem täglichen Leben am Laptop sehr häufig haben, dass wir sagen, Steuerung C, Steuerung V, wir nehmen eine Datei, wir tun sie woanders hin, wir öffnen irgendwo was. All diese ganzen Schritte, die muss man sich wirklich sehr genau angucken, um dann wirklich zu entscheiden, welchen dieser Software-Roboter lasse ich denn zum Einsatz kommen. Und dann am Schluss kommt man noch zu einer ganz wichtigen Frage, nämlich soll der Roboter auch erkennen, wenn er nicht mehr weiterkommt, wenn er in eine Situation kommt, die in seinem Prozessmodell nicht abgebildet ist? Haben wir eine Wenn-Dann-Beziehung, die nicht mehr aufgeht? Und ist der Roboter dann fähig, ist die Software dann fähig, daraus rauszukommen aus der Situation, indem sie menschliche Hilfe anfordert? Auch das muss man sich überlegen. Und wie gesagt, je nachdem, welche Überlegungen Sie hier anstellen, welche Überlegungen in Ihren Prozessen notwendig sind und auf welche Schritte, kommen Sie hier zu verschiedenen Software-Tools, die zum Einsatz kommen können, zu verschiedenen Software-Robotern, die man einsetzen sollte. Ich habe unten noch einen kleinen Geheimtipp so als Einstiegsdroge mal aufgenommen. Das ist von der Firma Catalon ein Tool, ein Server, ein Software-Roboter. An sich ist es eher ein Test-Automation-Tool, das nur webbasiert arbeitet. Das heißt, damit kann man nur im Browser arbeiten, nur in Browser-Anwendungen. Es ist aber sehr einfach, sehr gut dokumentiert und selbsterklärend. Und man kann sehr schön damit mal rumspielen und eigentlich sich dem Thema, wie funktionieren solche Softwaren, wie geht es auch so eine Software zu programmieren, zu trainieren. Dafür ist eben Catalon, weil es in einer kleinen nutzbaren Version auch kostenfrei ist, eine schöne Einstiegsdroge. Wenn man Catalon dann intensiv nutzen will, kommt man natürlich auch da zu irgendwelchen Lizenzen und Gebühren, die man entrichten kann oder sollte. Aber als Einstiegsdroge, als erste Hilfe, wenn man sich dem Thema mal widmen will, wie gesagt, kann ich das nur empfehlen. Das hilft, um mal zu verstehen, was macht eigentlich so ein Software-Roboter. Man kommt dann auch sehr schnell an die Grenzen mit den Tools und merkt dann auch, okay, hier ist jetzt bei einer rein webbasierten Software-Roboter, ist hier zum Beispiel jetzt mal Schluss, hier komme ich nicht mehr weiter. Wenn Sie an so einen Punkt relativ schnell kommen, dann wissen Sie auch, okay, eine von diesen Softwaren hier oben könnte mir helfen, das ganze Thema dann doch oder den ganzen Prozess dann doch zu finalisieren. Okay, ich gebe mal ganz kurz Zeit, mir zumindest, um einen Schluck Kaffee zu trinken. Und gehe dann mal weiter. Bedeutet, was sind die Möglichkeiten,
die wir durch den Einsatz von RPA bekommen. Wie geht es damit weiter? Ganz wichtiger Spruch, habe ich mal gelesen, ist wirklich mir auch so ein bisschen, sprang mir direkt ins Auge, let robots do what robots do best. Roboter, Software-Roboter können natürlich durch dieses Aufzeichnen von menschlichem Verhalten sehr schnell immer gleiche Tätigkeiten ableisten. Software-Roboter können wir in großer Anzahl, abhängig natürlich von den Servern, abhängig von unserer virtuellen Speicherkapazität und, können wir in großer Anzahl einsetzen und können dadurch Prozesse parallelisieren und sagen, der macht nicht nur einen einzigen Prozess, dieser Software-Roboter, sondern der führt gleichzeitig 20, 30, 50, 100 Prozesse aus. Also wir haben eine Parallelisierungsmöglichkeit und wir haben eine Stabilisierungsmöglichkeit, dadurch, dass er immer das Gleiche tut. Unten drunter steht auch direkt, die Fehlerfreiheit ist eine riesengroße Möglichkeit, denn der Roboter führt immer die gleichen Schritte aus, kennt da keine Interpretationsspielräume, sondern hat ein klares Regelwerk, auf das er basiert und heißt, solange Sie einmal einen fehlerfreien Prozess komplett abgebildet haben, wird der Roboter diesen Prozess immer fehlerfrei durchführen und wir haben ja eine stabile, gleichbleibende, gute Qualität. Was eine ganz interessante Erkenntnis war bei der Recherche, brachte eine Kollegin mit rein. Software-Roboter, muss man auch mal sagen, hat keine Probleme mit Datensicherheit oder in dem Sinne hat keine Meinung. Wenn Sie heute vielleicht als Personaler oder als vielleicht auch Hilfskraft, Sachbearbeiter, was auch immer, Unternehmen haben und jemand sieht zufällig das Gehalt von jemand anders und sagt dann, Mensch, das ist ja toll, dass du mehr Geld verdienst als ich oder weniger. Ein Roboter kann Gehalt sehen, der hat dazu keine Meinung, ob das mehr ist oder weniger ist. Der hat auch kein Interesse daran, der Roboter, das irgendwo hin zu verschieben oder jemand anders mitzuteilen. Also das Thema Datensicherheit ist in dem Sinne für einen Roboter kein Thema, denn der Roboter, wie gesagt, hat kein Interesse und keine Meinung dazu und benutzt einfach nur Daten. Und ob er auf dem Weg bei der Prozessaufzeichnung irgendeinen Datensatz sieht, der ihn nichts angeht, wird er damit auch nichts tun. Also wie gesagt, das Wichtige, Roboter haben keine Meinung zu irgendwelchen Daten. Meinung haben Menschen. Die Verfügbarkeit ist natürlich immer ein Thema. Man kann mit einem Roboter 24/7 anbieten, was ganz gut ist. Und die Geschwindigkeit bei den Tools, die ich davor hatte auf der Folie, die ist eigentlich bei allen ungefähr gleich. Die schaffen einen Computer, einen Klick pro Sekunde. Das heißt, wenn Sie in Ihrem Prozess 50, 60 Klicks, 50, 60 Eingaben mit der Tastatur haben, dann schafft es der Roboter im Gegensatz zum Menschen stabil, das in einer Minute abzuarbeiten bei 60 Aktionen, die Sie durchführen. Und ganz wichtig unten, der Beschaffungsprozess, der sogenannte Hiring-Prozess bei einem Software-Roboter ist natürlich nicht ganz so komplex wie bei einem Menschen. Dauert auch meistens nicht so lange. Man kauft die Software, man installiert die Software, man kann anfangen zu arbeiten. Das auch mal so als kleines Benefit, warum oder wo die Vorteile, wo die Möglichkeiten von Software-Robotern sind. Eine ganz wichtige Möglichkeit ist natürlich auch, die hier nicht so direkt dasteht, die Skalierbarkeit. Heißt, ich kann natürlich den Roboter runterfahren. Ich kann sagen, ich brauche nur ganz wenig Roboter-Speicherkapazität, Bereitstellungskapazität. Und ich kann, wenn Prozesse geplant zu einem gewissen Datum kommen, wenn ich weiß, das soll abgearbeitet werden innerhalb von wenigen Minuten, innerhalb von wenigen Stunden, die können den Roboter ganz schnell skalieren, 2, 3, 4, 5, 10 Instanzen davon aussetzen und können dadurch natürlich wahnsinnige Prozessgeschwindigkeit in die Abarbeitung von Prozessen reinbringen. Was sind aber gleichzeitig die Grenzen? Grenzen ist genau das, was da drüben steht, nämlich die Menschen sollten da weiterarbeiten, sollten das tun, wo eben der Roboter mit all seinen Vorteilen davor nicht mehr helfen kann. Bedeutet, Prozesse, die sauber definiert sind, können bearbeitet werden. Sind sie nicht sauber im Sinne von eindeutig, im Sinne von immer gleich definiert, dann sind Roboter da, Software-Roboter überhaupt keine Hilfe. Wenn es in irgendeinem Prozess Grauzonen gibt, ist ein Roboter nicht entscheidungsfähig, soll er auch gar nicht sein. Wenn wir sagen Entscheidungsfähigkeit, dann reden wir nicht mehr über RPA, dann reden wir über Artificial Intelligence oder neuronale Netze, was völlig anderes ist. Da geht es um Prozesserkennung
und um andere Sachen. Das haben RPA-Roboter nur sehr selten dabei und meistens durch hohe Zusatzkosten und auch durch hohe Anforderungen an den Server oder an den Service, der dann bereitgestellt wird. So ein Standard-RPA, wie gesagt, kopiert Prozesse und kann diese Prozesse eindeutig abarbeiten. Ohne das Thema künstliche Intelligenz ist er nicht fähig, in Grauzonen oder in der Zone menschliche Erkennung, menschlicher Verstand zu agieren. Das sind ganz klare Grenzen. Die Prozesse müssen stabil sein und auch die Systeme müssen stabil sein und auch die Benutzeroberflächen müssen stabil sein bei solchen Prozessen. Warum ist das so wichtig? Ich habe ja vorher gesagt, ein Roboter oder ein RPA wird dadurch gefüttert und konfiguriert, dass sie menschliches Verhalten am Rechner aufnehmen, das heißt irgendwelche Klicks aufnehmen. Und wenn sich natürlich der Knopf OK oder der Knopf Cancel oder der Knopf Abbrechen, Save und, wenn sich das verschiebt, wenn sich irgendwelche Eingabefelder verschieben, sie sind wegen einem Software-Update nicht mehr an der gleichen Stelle, schlägt die ganze Bearbeitung durch den Roboter, durch den Software-Roboter fehl. Ganz wichtige Information, heißt es also, Sie arbeiten mit Systemen, die häufig irgendwelchen Änderungen in den Eingabemasken, in den Funktionen, in funktionalen Ausprägungen unterliegen, dann ist auch ganz klar kritisch zu prüfen, ist da wirklich der Software-Roboter das richtige Mittel der Wahl? Denn erstmal probiert er weiterzuarbeiten. Wenn Sie, wie ich vorher gesagt habe, wenn ein Roboter an eine Stelle X kommt, wo er nicht mehr weiter kann, nicht mehr weiter weiß. Und diese Software hat dann keinen Ausstiegspunkt, kann nicht sagen, ich komme hier nicht weiter, irgendwas schlägt fehl. Ich bin ja an einem Punkt, wo ich jetzt menschliche Hilfe brauche. Und Sie haben einen Software-Roboter gewählt, der das nicht kann. Dann wird dieser Software-Roboter einfach weiterarbeiten, beziehungsweise abbrechen, sich den nächsten Satz nehmen, den wieder falsch beantworten, den dritten, den vierten, den fünften. Er wird seine Arbeit weiter tun, wird aber nicht mehr zu einem Ergebnis kommen oder das Ergebnis noch viel schlimmer, kann dazu führen, dass Sie Probleme in vielleicht einer Personalabrechnung, in der Personalverwaltung bekommen. Der Roboter macht dann also kontinuierlich, stabil alles falsch. Das, was wir vorgesagt haben, was so gut ist, kontinuierlich stabil mit einer gleichen Qualität etwas abarbeiten, kann in dem Moment komplett umschlagen und kann dazu führen, dass er es kontinuierlich falsch macht und man es vielleicht erst 2, 3 Tage später merkt, aber durch die hohe Geschwindigkeit, wie diese Software-Roboter arbeiten, haben sie es dann gegebenenfalls 1000, 10.000, 20.000 Mal schon falsch gemacht und ja, haben dann hinterher das menschliche Leid, das erstmal wieder aufräumen zu müssen. Und ganz wichtig, wo ein Roboter eben auch nichts tun kann, ich hatte es ein paar Mal gesagt, ist, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen auf Basis von Artificial Intelligence, künstlicher Intelligenz oder einfach auf Basis von einem Gefühl, einem richtig falsch oder. Das kann ein Roboter nicht, das hat ein Roboter nicht im Bauch und das soll er auch gar nicht im Bauch haben. Gut, das mal, wo so die Grenzen sind. Dann wären wir jetzt eigentlich so weit durch mit dem ganzen Vortrag meinerseits. Ihnen vielleicht noch ganz kurz einmal zeigen, wie sieht so eine robotisierte oder eine Kommunikation mit einem Ticketsystem, wie ich es vorher gesagt habe, wie sieht so eine Kommunikation aus? Wie kann man sowas strukturieren? Das können Sie dadurch strukturieren, dass wir hier zum Beispiel mal in einem SAP-System sind, in einer Maske. Und Sie sagen, ich baue mein Ticketsystem auf Basis von strukturierten Informationen auf. Heißt, ich stelle einen Antrag als Mitarbeiter, wie jetzt hier zum Beispiel, und sage, ich will mal hier ein Ticket eröffnen. Das heißt also, ich strukturiere jetzt schon meinen Ticketprozess und entsorge oder entledige mich eigentlich von sogenannten, ja, wir haben es jetzt ein paar Mal genannt bei Projekten Freestyle-Tickets. Heißt, ich probiere meine Tickets so aufzusetzen, ich probiere meine Beauftragung in Richtung Personalbereich so zu bauen, dass ich keinen Freitext mehr habe, dass ich probiere, Freitext loszuwerden. Denn Freitext oder auch E-Mails sind halt schwer zu prozessieren, weil da kann ja alles drin sein. Ich könnte jetzt also mal hier sagen, ich mache einen Antrag auf Arbeitszeitplananpassung, kriege darunter gewisse Felder angeboten. Was soll das sein? Neuer Arbeitszeitplan oder ein bestehender? Ich kann sagen, es ist ein neuer Arbeitszeitplan, kann eine Bezeichnung mitgeben, kann Stunden eingeben und, kann hier unten noch einen erläuternden Text hinzufügen und gegebenenfalls Anlagen dazu tun.
Wobei diese zwei, der erklärende Text als auch die Anlage, an sich schon wieder etwas kritisch zu sehen sind. Denn als Anlage könnte man ja alles hinzufügen, selbst einen Freitext. Als Word-Dokument, genauso bei der Erklärung, könnte ich jetzt auch noch reinschreiben, was noch alles passieren sollte. Also überall da, wo Sie sagen, was soll noch alles passieren und Sie haben Prosa-Möglichkeiten, wird es für einen Roboter schwierig. Wenn Sie allerdings oben drüber schon sagen, in diesen ganzen Fällen sind meine wichtigen zu verarbeitenden Informationen drin enthalten und die müssen ausgefüllt werden und die müssen dabei sein. Und das hier unten mit Erklärung ist zwar nice to have, ist nett, wenn man es weiß und dass man es weiß und auch die Anlagen sind vielleicht ganz interessant und wichtig für die Ablage, aber der Roboter, die Roboter-Software kommt mit den oberen Informationen bis zum Ziel durch, dann ist das auf die Art und Weise eine saubere Verarbeitung, die Sie eben im Nachgang nach dieser Ticketerzeugung komplett automatisieren können, im Sinne von robotisieren können. Der Roboter kriegt die Information, kriegt vielleicht ein PDF, weiß im PDF, im Ticket-PDF, wo finde ich welche Information und kann mit diesem PDF eigentlich das komplette System bedienen und hier einen neuen Arbeitszeitplan als Beispiel, den Sie gerade eben hier gesehen haben, anlegen. Gut, springen wir zurück in die Questions and Answer Session. Ich wäre an der Stelle, wie gesagt, durch. Freue mich über jede Art von Fragen Ihrerseits. Werde auch probieren, die zu beantworten. Ja, Felix, wir haben tatsächlich bis jetzt gerade noch überhaupt gar keine Fragen. Ich bin gerade einmal durchgegangen. Ich werte das Ganze mal als hervorragendes Zeichen, weil du hast es so ausführlich und toll erklärt, dass wirklich jeder mitkommen konnte. Okay. Ja, Das freut mich auch. ich würde einfach mal sagen, wir warten noch eine Minute, gucken mal, ob noch irgendwas reinkommt an Fragen. Oh. Ah, da kam was. Ein rotes Fragezeichen. Genau. Hallo. Es handelt sich zwar nicht um künstliche Intelligenz, aber lernt der Roboter trotzdem in irgendeiner Weise dazu? Nein, muss ich ganz klar sagen. Also es gibt definitiv, es gibt Programme, ja, wo man das auswerten kann, wo man über Protokolle rausbekommt, welche Situationen denn kritisch waren, welche Situationen nicht zum Erfolg geführt haben, wo Abbrüche waren. Aber der Roboter selber kann sich nicht helfen. Die Kunst der Weiterverarbeitung liegt eigentlich dann darin, dass man diese Protokolle auswertet und guckt, jetzt hat das 7000 Mal geklappt und 10 Mal schlug es fehl. Der Roboter protokolliert es. Und es liegt dann am Menschen zu sagen, okay, ich habe hier einen Wenn-Dann-Zweig vergessen. Es hat sich eine Maske geändert. Es gibt ein neues Feld. Also der Computer oder der Roboter an sich weist nur darauf hin, protokolliert nur, ich bin hier nicht weitergekommen an der und der Stelle. Und wenn das entsprechend eingestellt ist, dann sieht man auch oder kann man diesen Prozess nochmal abspielen lassen durch den Roboter und kann dann sagen, okay, an Schritt Nummer 52 müssen wir was Neues einbauen. Und so kann man ihn kontinuierlich verbessern, den Roboter, und kontinuierlich auch seinen Prozess weiter stabilisieren und flexibilisieren. Aber selber dazu lernen tut er in dem Sinne nicht. Und selber irgendwo eine Lösung finden, das ist auch nicht Thema von RPA. Wie gesagt, das ist dann Thema von AI, neuronalen Netzen. Kann man kombinieren, ist aber, ich sag mal, heute ein anderes Topic. Danke für So, die dann Frage. wie die nächste Frage wäre, wie viel Zeit sollte man Ihrer Erfahrung nach einplanen, um eine Robotertechnik einzuführen? Das kann man so einfach gar nicht sagen. An sich ist es ein, sollte es ein kontinuierlicher Prozess sein. Man sollte für die Prozessanalyse, je nach Größe des Unternehmens und Prozesshäufigkeit, oder Prozessvielfalt, nicht Häufigkeit, Entschuldigung, Prozessvielfalt, für diese Analysephase bestimmt mal 2, 3 Monate irgendwo einplanen, wo man sagt, welche Prozesse habe ich überhaupt? Wenn man solche Prozessanalysen schon durchgeführt hat, wenn man eine sehr gute Prozesslandschaft und Prozesslandkarte hat bereits, dann startet das ganze Thema ja mit Identifizieren der Prozesse, die man hat.
die sich nutzen, die sich lohnen und wo man sagen kann, da wird auch ein Nutzen erzeugt durch den Einsatz von Robotern. Wie lange dauert das dann von der Installation bis zum Umsetzen? An sich gar nicht mal so lange. So einen Roboter zu installieren, wie gesagt, Sie installieren den auf Ihrem Laptop oder installieren ihn auf dem Server, wo auch immer. Lässt natürlich auf dem Server, damit er unbeaufsichtigt arbeiten kann. Und kriegen eigentlich dadurch, dass Sie ja den Prozess aufzeichnen und die Arbeit einmal tun am Laptop, am Rechner, am PC, ist der erstmal relativ schnell einsatzfähig. Sie sollten dann definitiv, wenn Sie sagen, das schaffen wir in einer Woche, dann sollten Sie definitiv nochmal 2 Wochen dafür weiter planen, im Sinne von eben, wenn dann Randgebiete, habe ich wirklich den Prozess immer gleich, muss ich jemanden informieren, muss ich Daten irgendwo rausziehen, muss ich Daten irgendwo abgeben. Da sind Sie so, ich sage mal, mit dem Prozess irgendwo 2 Wochen sollten Sie pro Prozess rein am Roboter mal so Zeitschiene einplanen. Danach kommt eine Testphase. Da kann ich Ihnen alles sagen. Von einer Woche bis zu 2 Monaten. Testphase bei Softwarerobotern hat was mit persönlichem Sicherheitsbedürfnis im Personalbereich, im Einsatzgebiet zu tun. Das ist ein Testgefühl. Man hat klar definiert, was soll der Roboter tun, was soll die Software tun, was soll bei passieren. Das erreicht man relativ schnell, denn der Roboter tut ja immer das Gleiche. Dann kommt aber das menschliche Gefühl dazu. Ich gebe nämlich bisher einen manuellen Prozess jetzt an eine Blackbox, an einen RPA, an einen Roboter, an einen Softwareroboter, der das tut. Und das ist eben diese menschliche Komponente, wo sich dann doch viele fragen, habe ich an alles gedacht? Habe ich das ordentlich gemacht? Ist das jetzt wirklich alles korrekt? Habe ich die Randbereiche getestet? Und. Also Testzeitraum ist zwischen 1, 2 Wochen bis hin zu 2 Monaten, wie gesagt. Aber da spielt die menschliche Komponente einfach mit, weil ja wir alle irgendwo immer noch diese vielleicht auch zu Recht Angst haben, einen Prozess komplett aus der Hand zu geben und uns in den Kontrollsitz zurückzubegeben. Haben Sie es aber ein, zweimal gemacht, bei jedem weiteren Schritt, bei jedem weiteren Prozess wird das immer geringer und am Schluss sind Sie auch in Ihrem Testzyklus sehr viel schneller mit dem Roboter. Und nachdem man so die ersten 2, 3 Prozesse automatisiert, robotisiert hat, hat man danach vielleicht noch, ja, 2 Wochen Testphase, würde ich definitiv sagen, sodass man also sagt, erster Prozess 4 Wochen, 6 Wochen, sowas, alle weiteren danach 2 bis 3 Wochen. Sie haben dann so den Durchlauf hier Prozess. Perfekt. Ich hoffe, ich konnte die Frage gut beantworten. Na, ich denke schon. Alternativ habe ich ihr auch gerade noch mal eine Nachricht zukommen lassen. Natürlich alle Fragen, die jetzt hier behandelt werden, sollte im Nachgang noch was unklar sein, freuen wir uns natürlich jederzeit über eine kurze E-Mail und wenden uns dann ganz direkt an Sie noch mal. Die nächsten 2 Fragen würde ich tatsächlich zusammenfassen. Hallo Felix, hast du Erfahrung mit RPA-Szenarien, bei denen der RPA innerhalb des End-to-End-Prozesses auf eine Reaktion, Eingabe eines Menschen warten muss, bevor er den Prozess vervollständigt bearbeiten kann? Und die zweite Frage, die sich da eigentlich gleich direkt anschließt, ist, wie schnell lässt sich ein Prozess über einen RPA abbilden? Fangen wir mit der zweiten an, die ist einfacher. Wie schnell lässt sich ein Prozess über RPA abbilden? Im Sinne von abbilden, denke ich, ist jetzt wirklich, wie schnell läuft der Prozess? Wir haben es vorgesehen, die meisten Software sagen ein Klick, eine Eingabe, ein Datenfeld pro Sekunde. Das ist ein Zählbeispiel. Habe ich 60 Eingaben und 15 Klicks, bin ich bei 75 Sekunden. Habe ich weniger oder habe ich mehr, reduziert sich oder erhöht sich die Zeit. Also die Prozessdurchlaufgeschwindigkeit kriegt man relativ schnell kalkuliert. Auch bei parallelen Prozessen kriegt man die relativ schnell kalkuliert. Ein Problem kann natürlich immer sein, wenn man das System, was die Eingaben aufnehmen soll, überfordert. Bedeutet, wenn ich natürlich einen langsamen Server habe, der diese Eingaben verarbeitet, dann kommt diese Zeit noch additional obendrauf. Heißt also, bleiben wir mal bei irgendeinem ERP-System. Ich habe vielleicht einen Workday oder sowas und ich drücke da auf Speichern. Und das Workday-System braucht einfach 3 Sekunden zum Speichern. Dann kommt natürlich diese Speicherzeit noch auf die Prozessdurchlaufgeschwindigkeit on top obendrauf. Aber eben die Bewegung der Maus, klicken auf irgendwelche Knöpfe, eingeben von irgendwelchen Zahlen, 1 Sekunde pro Aktion ist so der Durchschnittswert, kann man gut mitkalkulieren.
Bringt uns zur ersten Frage. Habe ich Erfahrungen mit Prozessen, die auf eine menschliche Eingabe warten? Ja. Nicht innerhalb von einem Prozessstrang, sondern es ist dann so, dass man sagt, es gibt einen ersten Prozess, es gibt die menschliche Eingabe und es gibt einen Folgeprozess. Man kann also da auf Aktionen reagieren, man kann auf Statusänderungen reagieren, man kann überwachen. Bedeutet, ich habe nicht einen durchgängigen Prozess, der in der Mitte eine menschliche Interaktion hat, sondern ich habe einen vorgelagerten Prozess RPA, ich habe eine menschliche Aktion, ich habe einen nachgelagerten Prozess RPA. Rein aus RPA-Brille habe ich also nicht einen durchgängigen, sondern ich habe dadurch zwei Prozesse, die in der Mitte einmal einen menschlichen Prozess haben. Insofern ja, da ist Erfahrung da, aber eben nicht, man macht es einfach nicht durchgängig, man wartet so nicht drauf, sondern man hat so gesamte Events, Trigger, sowas in der Richtung, auf die man wartet und kann dadurch den Prozess teilautomatisieren oder eben vorlagern, nachlagern. Wir sind schon Perfekt. etwas über die Zeit. Oh, alles gut. Wir sind noch sind wir gefühlt im Rahmen. Genau, ich würde jetzt sagen, gerade auf die letzte Frage, ich bin auch gerade noch dabei, nochmal die Antwort abzutippen. Wir haben sogar noch eine Frage. Können Sie uns nähere Angaben machen? Wie kann man einen Roboter überwachen? Also auf der einen Seite kann man protokolliert der Roboter. Das mit dem Protokollieren ist eine heikle Sache, denn der Roboter soll auf der einen Seite seine Aktionen protokollieren, auf der anderen Seite soll er ja keinen Datenschutz im Sinne von Datensicherheitsverstoß begehen. Das heißt, der Roboter soll seine Schritte protokollieren, er soll sein Ergebnis gegebenenfalls protokollieren, er soll seine Zeitpunkte protokollieren, er soll aber nicht protokollieren, ich habe für Herrn Baumann eine Gehaltserhöhung von 50 € pro Monat eingegeben. Das soll er nicht protokollieren. Die Überwachung kann zweigeteilt sein. Auf der einen Seite kann man natürlich einfach den Prozess immer wieder überwachen und kann sich die Protokolle angucken, dass sie fehlerfrei durchlaufen. Auf der anderen Seite, was wir jetzt gesehen haben, was wir auch schon gemacht haben, was wirklich ganz, muss man schon sagen, cool ist, ist, man kann einen zweiten Roboter einsetzen. Man kann einen ersten Roboter einsetzen, der sagt, ich durchlaufe einen Prozess. Und man kann einen zweiten Roboter einsetzen, gerade im Bereich Personal, eine sehr gute Idee, zu sagen, ich habe einen ersten Roboter, der stellt zum Beispiel einen Einstellungsprozess von A bis Z vor. Durch, läuft durch. Und ich habe einen zweiten Roboter. Dieser zweite Roboter macht eine Abrechnungssimulation. Simuliert also, kommt bei dieser Einstellungsmaßnahme am Schluss auch ein Gehalt bei raus. Habe ich also alle Daten. Und dann wiederum kann man aufgrund von der Abrechnungssimulation, die dann aber an einen Menschen geht, sagen, das war richtig oder das war falsch. Also man kann durchaus sagen, ich habe einen Roboter und ich habe einen zweiten Roboter, der den ersten Roboter überwacht. Aber ich würde immer raten, dass das menschliche, die menschliche Qualitätssicherung noch dabei sein sollte. In Form von Excel-Listen, Downloads, Protokollen, Entgeltnachweisen, die vielleicht kontrolliert werden sollen oder. Also man kommt aus der Sache nicht komplett raus. Nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Andererseits wäre das dann auch wieder das Thema neuronale Netze, Artificial Intelligence. Das kann man natürlich auch reduzieren durch solche Sachen. Perfekt. Ja, dann bedanke ich mich für die rege Teilnahme und für die tollen Fragen, die Sie jetzt alle noch gestellt haben. Ich denke, ich spreche für alle. Es waren ja sehr spannende 52 Minuten. Dankeschön, Felix, für den interessanten Input und natürlich für deine Zeit. Danke an Sie alle, dass Sie sich die Zeit genommen haben und heute teilgenommen haben. Eine Aufzeichnung dieser Session wird in den nächsten Tagen online gestellt. Sollten Sie im Nachgang noch Fragen haben, auch ganz speziell an alle, die gerade Fragen gerichtet haben, ich habe es Ihnen auch nochmal geantwortet, kontaktieren Sie uns gerne über sämtliche Kanäle. Wir haben zum einen die salessupport@zalaris.de E-Mail-Adresse, auf der wir immer für Sie erreichbar sind. Weiter erreichen Sie uns natürlich auch über unsere Unternehmenswebseite sowie über Xing und LinkedIn. Die Gelegenheit, Sie jetzt hier alle zu haben, möchte ich auch noch mal kurz nutzen und Sie ganz herzlich zu unserem nächsten Webinar einladen. Am Freitag, den 23.07., geben uns unsere eigenen HR-Business-Partner einen, ja, nennen wir ihn intimen Einblick, wie der digitalisierte Employee Lifecycle Ihre HR-Arbeit erleichtern kann. Das Ganze findet in Form eines Praxisberichts statt.
Und wir freuen uns natürlich sehr über Anmeldungen. Den Link hierfür, um sich anzumelden, habe ich auch hier nochmal direkt in den Chat gestellt. Ansonsten finden Sie ihn in Ergänzung natürlich auch immer über unsere Unternehmensseite, Xing, LinkedIn, die gängigen Social-Media-Kanäle. Dasselbe wie in allen Fällen, wenn Sie jemanden kennen, der Interesse hat, gerne auch weiterleiten und an uns verweisen. Ansonsten kann ich das Dankeschön aus unserem Fragenchat nur ganz groß zurückgeben. Dankeschön, dass Sie alle da waren. Danke, lieber Felix, für Vielen deine Dank für Ihr Zeit. Interesse. Gerne doch. Perfekt. Dann wünsche Ja. ich Ihnen einen wunderschönen Freitag und ein schönes Wochenende. Genau. Tschüss. Einen guten Start ins Wochenende. Bis dann. Tschüss.